8. Juli heute, ist das so ein Tag, wo man fragt, und wo warst du an diesem Abend? Und ganz viele können genau sagen, wo sie da gewesen sind vor 10 Jahren. Ich war im Bett, weil ich da am nächsten Morgen auch die Sendung hier im Radio hatte, war ich früh im Bett und bin dann wach geworden von dem Lärm hier in Halle und mache den Fernseher an und erwarte nichts Gutes und traue meinen Augen nicht. Was wirklich steht da 7:1. Heute vor 10 Jahren gewinnt Deutschland das Halbfinalspiel der Fußball-WM gegen Brasilien mit 7:1. Das ist ein Stichtag, den bestimmt viele nach dem letzten Freitag gut hören können. Heute ein Stichtag von Norbert Kunze. Das ist unsere Chance. Cool bleiben, konzentriert bleiben und entscheidende Momente irgendwie ausnutzen auf unserem Weg nach vorne. Und damit guten Abend allerseits aus Brasilien. Belo Horizonte, Estadio Mineirão. Ein Dienstag, 17 Uhr Ortszeit, Temperatur knapp 30 Grad. Im brasilianischen Winter zieht ein sportliches Gewitter auf. Die ersten 10 Minuten war Brasilien euphorisch und war natürlich angetrieben vom Publikum und angriffslustig. Der damalige Bundestrainer Joachim Löw wusste, der Gegner ist eine harte Nuss. Doch, um im branchenüblichen Jargon zu bleiben, seine Mannschaft konnte schnell den Schalter umlegen, spielte keineswegs mit angezogener Handbremse. Die Brasilianer hingegen bewegten sich auf dünnem Eis. 11. Minute. Erste Ecke für die deutsche Mannschaft von der rechten Seite. Toni Kroos visiert die Mitte an. 2-3 Schritte wird er Anlauf nehmen mit den weißen Schuhen. Bringt jetzt den Ball in Richtung Elfmeterpunkt. Schuss! Tor! Tor! Müller. 23. Minute. Der Ball kommt etwas glücklich bei Kroos an. Toni Kroos, M16er, herübergespielt zu Müller. Abgelegt auf Klose! 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 Klose. Nur 60 Sekunden darauf. Nächste Gelegenheit und direkt Schuss und 3-0! 3-0, 3-0, 3-0! Kroos. 2 weitere Minuten später. Schon wieder, Achtung, Kroos, ein Fehler, spielt weiter auf Kedira, wieder auf Kroos, der schießt, Tor, 4-0! Kroos. Und nach nicht einmal einer halben Stunde. Vorn Hummels, der tritt jetzt an. Könnte zwischen 2 Brasilianern durchspielen. Tut das auch. Hat da Kedira gefunden. Der ist im 16er. Legt auf links auf Özil. Der auf Kedira. Der schießt Tor! Kedira. Zur Halbzeit stand den Brasilianern das Wasser bis zum Hals. Denn die Deutschen hatten die Weichen klar auf Sieg gestellt. 45 Minuten Fußballgeschichte. Und im Nachgang nur vergleichbar mit anderen historischen Partien. Wie dem späteren Finale gegen Argentinien, als Mario Götze es gemacht hat. Oder exakt 60 Jahre zuvor, Berner Wankdorf-Stadion, Herbert Zimmermann war dabei. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor! Gerd Müllers entscheidender Treffer im Finale 74. Tor, da kommt der Ball auf Müller, der dreht sich um die eigene Achse, schießt und Tor! Andi Bremes, Elfmeter, WM-Finale 1990. Jetzt ist der Ball freigegeben worden, rechter Fuß und Tor! Elfmeter-Tor durch Andreas Brehme. 54, 74, 90, 2006, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Und damit zurück nach Belo Horizonte. Denn auch nachdem der Schiedsrichter zum Pausentee gebeten hatte, fand das Runde den Weg ins Eckige. Und Tor! Schürrle. Mit links unter die Latte. 0-7. Zweimal Schürrle zum 7:0. Später noch Brasiliens Ehrentreffer. Der Drops war gelutscht. Das 7:1 war die höchste Niederlage in einem WM-Halbfinale aller Zeiten. Die Brasilianer sprechen bis heute vom Schock von Mineirão. Der traf sie am 8. Juli 2014, einem Dienstagabend vor 10 Jahren, während es in Deutschland regnete und gewitterte. Und damit geben wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.